Ja, Trainer, wie zufrieden sind Sie mit den Bedingungen hier in San Pedro del Pinatar? Wenn man das sieht und weiß, wie die Bedingungen momentan in Deutschland sind, dann kann man sich nur darüber freuen, dass wir hier ordentliche Bedingungen haben, dass wir gut trainieren können. Das war auch die Intention, warum wir hergehen. Ja, weil uns klar war, ich kannte die Anlage, dass wir hier gute Bedingungen vorfinden, der Ball rollt und da freuen wir uns drauf. Ja, grundsätzlich, welche Erwartungshaltung haben Sie an das Trainingslager? Wir sind jetzt in der zweiten Woche. Wir haben gesagt, die erste Woche ist bestückt mit Krafttraining, mit Laufeinheiten, mit Spielformen garniert, aber das mehr so nebenbei. Jetzt wird der Ball deutlich mehr im Mittelpunkt stehen. Wir werden uns ein paar Sachen erarbeiten. Viel Fußball spielen. Ich glaube, da können wir deutlich uns noch verbessern in Sachen Kombinationsspiel, ja, Positionsspiel von hinten raus bis nach vorn durch. Also wir werden viel Fußball spielen, natürlich die Konditionierung weiter im Auge haben. Das wird der Mittelpunkt sein. Und Sie selbst sprechen ja auch ein bisschen Spanisch, wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe. Es reicht, wenn ihr mich hier lasst, reicht das, um zu überleben. Ja, zu mehr aber auch nicht. Viele Fans fragen sich, wird denn jetzt noch ein neuer Spieler kommen? Wir haben ja gesagt, dass wir erstmal nach innen schauen. Na, wir haben mit Dominik Baumann jemanden, der, das hat er auch am Freitag schon wieder angedeutet, finde ich, sich sehr gut bewegt hat. Und der macht eben die zwei Tore, hat mich sehr gefreut. Wir haben Silvano, der zuletzt so ein bisschen, ja, nicht ganz so zur Geltung gekommen ist. Auch der hat wieder Luft nach oben, da erwarte ich einen Schub, sodass wir da zumindest zwei im eigenen Kader haben. Alas kann vorne spielen. Also da haben wir schon mehrere Optionen. Gleichwohl beobachten wir den Markt und der Ralf ja auch richtig gesagt, wenn da was machbar ist, denkbar ist, dann werden wir uns auch damit beschäftigen, ohne das jetzt in den Mittelpunkt zu stellen. Gesetzt der Fall, es wird noch ein neuer Spieler verpflichtet. Würde der dann auch noch ins Trainingslager hierher kommen? Ist jetzt nicht abzusehen, ist nicht geplant. Aber im Fußball geht manches schnell und dann. Danke.